Guten Tag, meine Damen und Herren, hallo liebe Freunde. Ja, heute werde ich Ihnen eine kleine Videogeschichte erzählen zum Thema Regeln, Situationsübersicht und auch Erfolg letztlich. Und das Ganze ist ja in meinem Kontext immer im dem Thema Führen und Führen von Menschen zugeordnet. Also Führen ist Führen von Menschen. Sie führen ja keine Sache, sie führen keine Technik, die bedienen sie. Sondern wenn wir von Führung reden, so ist es jedenfalls mein Verständnis, auch das Verständnis der Verhaltensforschung, dann reden wir immer über Menschen, also dem Zuwenden von Menschen. Das wird manchmal vergessen heute. Da wird immer gesagt, wir sind eine Führungskraft und es wird immer sofort eine Excel-Tabelle rausgekramt und irgendwelche Zahlen präsentiert. Letztlich führen tue ich aber die Menschen. Also das ist etwas, was mein Selbstverständnis ist und was bei mir auch absolut im Mittelpunkt steht. So, um dieses aber richtig machen zu können, also auch die Kriterien der lernenden Organisation zu erfüllen, also die sind, ich will effizienter werden, ich will fehlerärmer werden, ich will eine hohe Zufriedenheit aller Teammitglieder oder Mitarbeiter, wenn ich jetzt der Chef vom Unternehmen bin, haben. Und ich will natürlich auch in plötzlich sich verändernden Verhältnissen, Situationen, die von außen oder innen einwirken, eine möglichst hohe Organisationsresilienz haben. Das heißt, ich möchte dieses Pendel in der Mitte halten, egal welche Anstöße von außen kommen, damit mein Unternehmen in seiner Geschäftstätigkeit möglichst wenig negativ beeinflusst wird. Das hat also ganz pragmatische Ziele, das Ganze. Dafür muss ich aber als Führungskraft Voraussetzungen mitbringen. Diese Voraussetzungen, die sind relativ einfach zu umschreiben. Das ist zunächst einmal, brauche ich eine offene Kommunikation und ich brauche das maximale Vertrauen, das heißt Wohlwollen. Wohlwollendes Vertrauen. Da gehe ich aber nochmal in einem separaten Video drauf ein. Das ist die Basis von allem und das ist auch der Hauptknackpunkt in den meisten Unternehmen, dass das nicht existiert. Ja. Und das Zweite, was ich brauche, ist, ich brauche Fähigkeiten, Kompetenz. Das wird oft vergessen. Ja. Oft wird heute die Fähigkeit, die wirkliche Kompetenz, eine Sache entscheiden zu können, beurteilen zu können, bemessen zu können, die wird untergraben oder fällt unter den Tisch. Und das Zweite, was ich brauche das richtige Timing. Wenn ich nämlich nicht das richtige Timing habe, dann komme ich oft in Stresssituationen. Und das bekomme ich nur, das richtige Timing, wenn ich eine absolute Situationsübersicht habe. Das heißt, ich als Führungskraft muss die Situation, in der ich führen muss, egal in welcher hierarchischen Ebene das ist, auch überschauen. Oder wir sagen in der Luftfahrt immer, ich muss 5 Minuten vor dem Flugzeug sein, um noch besonnen ruhig handeln zu können. Und dann schließt sich alles an. So. Und ich habe heute mal eine Szene rausgesucht, einen Filmausschnitt, der hat schon historischen Charakter, der ist aus dem Jahr 1991. Vielleicht der ein oder andere, der heute dieses kleine Video schaut, wird sagen, oh, da war ich gerade geboren, da bin ich gerade geboren. 1991 habe ich im Werkverkehr eine Cessna 340, ein zweimotoriges Kolbenflugzeug mit Druckkabine betrieben, 6 Sitze. War ein sehr leistungsfähiges, aber auch kompliziertes Flugzeug und habe das auf einem extrem kleinen Verkehrslandeplatz betrieben in der Nähe von Minden, Porta Westfalica, weil da eben mein Firmensitz in der Nähe war und bin mit dem also durch ganz Europa geflogen oder teilweise auch Nordafrika. Und diese Piste damals war 480 Meter lang und das reichte so ganz knapp für das Flugzeug aus. Ich habe mir die modifizieren lassen, entsprechend, dass sie höheren Auftritt hat. Die hatte spezielle Grenzschichtzäune, sogenannte Vortex-Generatoren, auf die Fläche geklebt bekommen. Ich war einer der ersten in Deutschland, die das damals bekommen haben. Hatte eine Sondergenehmigung des Regierungspräsidenten in Münster, um das Flugzeug da betreiben zu können. Das heißt, ich flog das Flugzeug hier in Zuständen oder in Grenzbereichen, die keinen Fehler erlaubten. Schon gar keine Fehlerkette. So, und jetzt, was heißt das? Ich musste mich also entsprechende Regeln beherrschen, ich musste Selbstdisziplin beherrschen, die auch für eine Führungskraft essentiell sind. Und da konnte ich das gut üben. Ich konnte in sehr jungen Jahren, angefangen bei der Bundeswehr, aber dann später auch in der Luftfahrt, gerade wo es noch nicht eine computerisierte Luftfahrt war, sondern Sie werden das in dem Flugzeug sehen, ein guter alter Uhrenflieger, da sind also lauter Rundinstrumente noch drin, die heute in einem Display irgendwie zusammengefasst sind.
wo sehr viel Echtzeitinformationen eingespielt werden aus der Umgebung. Das gab es damals nicht. GPS war gerade sozusagen erfunden. Ich hatte auch ein kleines drin, so ein Einkanal-GPS. Das war aber mehr oder weniger eine Orientierungshilfe, aber kein echtes Navigationsmittel. Und der Rest ging halt mit klassischer Radionavigation und per Hand. Das heißt, dieses Flugzeug wurde auch in den ganz langen Start- und Landephasen per Hand geflogen. So, und auf diesem Flug heute nach Bergamo in Italien, ein Winternachtflug oder in die Nacht hinein, da gab es also schon die eine oder andere Situation, die diese Regel noch strapaziert. Das fing beim Start an, aber dann nachher im Anflug auf Bergamo auch. Lassen Sie sich da mal überraschen. Und ich habe das auch entsprechend mit Text unterlegt in den Videosequenzen, dass Sie das ein bisschen mitverfolgen können. Und ich werde mich danach noch mal kurz melden, wenn Sie das geschaut haben. Und dann werden wir noch mal rekapitulieren. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, liebe Freunde, hier bin ich wieder. Sie haben jetzt diesen kurzen Videoausschnitt gesehen. Und was will ich damit sagen? Ich will sagen, dass diese Regeln, die ich dort erwähnt habe, Sie auch im Führungsalltag erheblich weiterbringen. Denn
wie schon anfangs erwähnt, im kleinen Vorspann, die Situationsübersicht ist entscheidend. Eine ruhige, wohlwollende Kommunikation ist entscheidend. Und das wird jetzt auch ersichtlich, nachdem etwas passiert ist bei diesem Flug zum Schluss, nämlich dass der Tower, der gute Mitarbeiter auf dem Tower, mir versehentlich das Licht zu hell gedreht hat in dem Anflug, was dazu führt, dass ich dermaßen geblendet werde im Cockpit, dass ich keine Bodenreferenz mehr habe. Das heißt, ich kann die Landebahn nicht mehr erkennen, wo die eigentlich ist, wo also das Flugzeug genau aufsetzt. Das birgt die Gefahr, dass man die Landung zu spät oder zu früh beendet und damit auch dann Schaden anrichtet. Das muss unbedingt behoben werden. Das heißt, dafür gibt es eine Dimmeinrichtung und diese Dimmeinrichtung hat er in die falsche Richtung gedreht oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Das kurz vorm Aufsetzen und ich habe das dann kommuniziert. Ich habe dann den Tower gerufen und gesagt, dim the lights please, habe ich ihm gesagt. Das hat er wohl da auch damals in Italien die Flugverkehrskontrolle oft in Italienisch gesprochen hat und Englisch eben auch für die nicht native war, entweder nicht richtig verstanden oder er hat es irgendwie nicht zugeordnet. Und dann hat er nochmal nachgefragt, dass die Lights also zu bright sind, zu hell sind. Und dann habe ich gesagt, ja, dimm die, das ist zu hell. Also, und der Anflug ging immer weiter und ich war kurz vorm Aufsetzen. Und Sie können das im Hintergrund mithören, das hört man schwach raus, eben in die Kommunikation dort, dass ich sehr ruhig mit dem kommuniziert habe. Und nach der Landung dann eben auch nochmal, haben wir kurzen Bordwechsel gehabt. Er hat gefragt, ob jetzt die Lights so in Ordnung sind. Ich habe gesagt, great, also es ist alles großartig, um ihm nochmal zu signalisieren, ich bin überhaupt nicht böse für das, was passiert ist. Ich bin über diesen Fehler, der da gemacht worden ist, überhaupt nicht entsetzt. Ich stelle auch überhaupt nicht seine Qualifikation in Frage. Es ist halt ein Fehler, der menschlich passieren kann. Ja, eine Missinterpretation auch einer Situation. Und das ist wichtig, dass Sie dann, wenn Sie nämlich in so einer vollen Situationsübersicht drin sind, ruhig solche kleinen Störer vertragen können. Des Weiteren hilft mir natürlich in diesem ganzen Regelsystem immer wieder meine Regel Fly the Aircraft First oder First Fly the Aircraft und lass dich nicht von Dingen drumherum aus der Ruhe bringen, das Flugzeug zu fliegen. Das ist im Unternehmen genauso wichtig. Vergiss bitte dein Tagesgeschäft nicht bei allem, was passiert. Wende dich deinen Mitarbeitern zu bei allem, was passiert. Und das nächste ist, dass man Checklisten benutzt, dass man gute Verfahren hat, gute Prozesse hat, die beschreiben, wie eine Handlung abläuft. Denn diese Routinebeschreibung, dann, an der ich mich ja langhangel während des Fluges, das fängt ja, Sie haben das am Anfang der Startphase, da rekapituliere ich so kurz die wichtigsten Checklistpunkte nochmal, weil das wirklich ein kritischer Start war, den man hätte nur bis zur halben Bahnlänge noch abbrechen können, danach wäre das gar nicht mehr möglich gewesen. Das sind alles Dinge, die Ihnen unglaublich viel helfen, dann in solchen Situationen, die dann plötzlich eintreten, die unerwartet eintreten, die eigentlich aus einem völligen sortierten Zustand eintreten. Auch hier war die Wetterlage in Bergamo ja nicht irgendwie kritisch. Der Flugplatz ist ein bisschen kritisch, weil er halt rechts die Alpen hat, in unmittelbarer Nähe. Das heißt, wenn man irgendwie falsch fliegt, fliegt man auch dagegen nachts, weil man das nicht sieht. All das in solchen Situationen tritt plötzlich etwas auf, was sie dann irgendwie stört. Und wenn Sie dann diese Reserve haben im Kopf, dass Sie sagen, ich habe noch Kapazität, ich bin noch unterhalb meines maximalen Stresslevels, dann können Sie die Lastgrenze etwas hochfahren, um diese Situation zu meistern, ohne in die Überlastung, also ohne in den Stress reinzukommen. Und das ist auch im Führungsalltag sehr wichtig. Nämlich nur dann können Sie völlig entspannt, ruhig, wohlwollend mit Ihren Mitarbeitern kommunizieren. Wenn Sie selber da schon den Flummiball als Führungskraft abgeben, dann wird auch Ihr Mitarbeiter ganz schnell Ihre Mitarbeiterin ganz schnell diesen Flummiball nachahmen und auch in Hektik und Routine bekommen. Und ich mache das in meinen Cockpit-Trainings immer so, dass ich das vorführe, was das für Effekte hat. Und die Trainingsteilnehmer glauben mir das immer nicht, vorher, aber hinterher glauben sie es mir. Da erleben sie es nämlich selber, was das bedeutet. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, die Selbststeuerung hinzubekommen als Führungskraft. Also Sie als Führungskraft müssen gute Regeln haben, gute Verfahren, die müssen Sie aus dem FF beherrschen und Sie müssen solche Situationen, wie Sie hier erlebt haben, immer wieder trainieren, trainieren, trainieren. Denn nur Ihre Fähigkeiten darin wachsen nur und bleiben auch nur erhalten, wenn Sie das immer üben. Das können Sie nicht aus dem Lehrbuch nehmen. Sie können nicht sagen, hier hast du das Wissen darüber und jetzt läuft das. Das funktioniert eben leider nicht. Sondern das ist auch der Grund, weshalb Piloten immer wieder in sogenannte Recon-Trainings rein müssen, immer wieder gecheckt werden,
eine Mindeststundenflugzahl brauchen, etc. pp. Das ist im Führungsalltag ja nicht vorgeschrieben. Da können Sie ja machen, was Sie wollen. Ich sage mal, es gibt Situationen, und solche Unternehmen kenne ich auch, da herrscht dermaßen das Wachstum, dass jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, Führungskraft wird. Nur weil er fachlich halt besonders gut ist. Seine Führungsqualitäten werden aber überhaupt nicht, oder die menschlichen Qualitäten überhaupt nicht beachtet. Das heißt, das gesamte Handwerkszeug ist in einer Organisation außerhalb der Luftfahrt, Industrieunternehmen, wird da gar nicht darauf geachtet, dass eine Führungskraft das hat. In der Luftfahrt trainieren wir das, diese Regeln, die ja jetzt, in diesem Fall war ich ja allein unterwegs. Rechts neben mir saß ein Mitarbeiter von mir aus dem Unternehmen, eine Führungskraft, die mit mir häufig solche Reisen, hier was in Richtung Maschinenkauf in Norditalien, dann macht. Und hat auch die Kamera natürlich geführt, das habe ich nicht selber gemacht. Der war Hobbyfilmer, so wie ich auch. Und geflogen bin ich das Flugzeug aber ganz alleine. Das heißt, mein Team war jetzt wo angesiedelt? Mein Team war die Flugsicherung zum Beispiel, also die ATC. Das war ja auch diese kleine Unregelmäßigkeit, die dann entstanden ist bei der Landung. Ja, da war mein Teammitglied, auf das ich angewiesen. Also Team heißt ja, erst dann entsteht ein Team, wenn zwei Menschen an einer Sache arbeiten, die einer alleine nicht kann. Ja, also wo das ein gemeinsames, erstrebenswertes Ziel da sein muss und nur durch das Zutun beider dieses gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Nur dann reden wir überhaupt über ein echtes Team. Viele Teams, die als solche bezeichnet werden, sind gar keine, sondern sind Arbeitsgemeinschaften. So, und hier war es eben so, wir beide waren aufeinander angewiesen. Der musste mich führen, also die gesamte Flugsicherung musste mich führen. Auf der anderen Seite war ich derjenige, der dieses Flugzeug landen musste. Wir hatten beide ein gemeinsames erstrebenswertes Ziel, nämlich, dass ich heile unten ankomme. So, das jetzt zu der Einordnung nochmal der ganzen Situation. Deswegen konnte ich das eben hier auch alleine, vermeintlich als Single Pilot bin ich aber nicht ganz alleine. Auch der Autopilot ist ein technisches Teammitglied für mich, ja, den ich richtig handhaben muss. Und das war ja auch eine große Herausforderung, als die Cockpits digitalisiert wurden, dass der Mensch darauf nicht eingestellt war. Der Mensch war immer darauf eingestellt, mit Menschen zu arbeiten, aber nicht mit Maschinen. In der entsprechenden Tiefe. Und das hat am Anfang ja, Airbus 320 Unfallserie, am Anfang zu erheblichen Problemen geführt. Denn die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ist eine ganz andere als die zwischen Mensch und Mensch. Aber das in einem späteren Video. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage für heute Tschüss.